Hallo! Oh mein Gott, wir sind gerade drauf gekommen, dass wir vielleicht doch etwas zu viel eingekauft haben. Wir sind schon zurück im Hotel und jetzt gibt's unser Koffer-Einpack-Video. Das ist sowas wie ein Haul, aber doch nicht, weil... Es ist ein Koffer-Auspack-Video, aber auch ein Koffer-Einpack-Video. Und es ist sehr, sehr arg. Auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt, was die Johanna und ich auf der Equitana gekauft haben und... Ja, viel Spaß! Ich hoffe, das geht sich alles aus. Man sieht das jetzt. Achso, oh ja, man sieht das schon. So. Oh Gott. Das schaut wie scheiße aus. Ich muss das ausziehen, das sieht scheiße aus. Meine Haare haben da schon besser ausgesehen, aber ist mir wurscht. So, Leute, wir kommen zum ersten Teil und zwar das, was das. Ich bin noch nicht lange genug in Deutschland, um jetzt ganz Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe, by the way, schon meine tolle Fluffy-Hose an, weil es einfach zu arg ist, den ganzen Tag in der Jeans herumzulaufen. Wir waren ja am Freitag auch schon auf der Equitana, kurz nachdem wir gelandet sind und unser Auto geholt haben. Und da haben wir Folgendes geshoppt und zwar hat der Mio eine Müsli-Schale bekommen. Da steht sogar Müsli drauf. Und der Lili natürlich auch. In lila und der Mio in türkis. Und die Johanna packt das jetzt dann nebenbei ein und ich bin schon so gespannt, ob sich das alles ausgeht. Was habe ich noch am Freitag gekauft? Ich mache jetzt mal den Koffer auf. Man sieht dezent, dass, ja, wir haben eh noch eine Tasche. Also, gut. Die Geschichte hat damit begonnen, dass du Glocken gekauft hast. Ja. Das waren die da. Der Lili hat nämlich das Problem, weil er so riesengroße Hufe hat und die XL-Glocken meistens nicht zugehen, also schon, aber halt nicht optimal. Jetzt haben wir welche in XXL gefunden von Horse & Passion. Das ist die Untermarke von Kiefer. Einmal in schwarz, einmal in braun. 25 Euro, nein, 17 Euro pro Paar haben wir bezahlt. Hey, ich weiß sogar die Preise noch auswendig. Und ich, die Ärgste der Orgen. Viele Menschen werden sich daran erinnern, dass ich ein Video gedreht habe von einer Eskadron-Kollektion, die sowas von hässlich war, weil sie auf den Bildern wirklich schier war. Ich muss es ganz wirklich sagen, mir hat die aktuelle Classic Sports überhaupt nicht gefallen. Aber wie ich dieses Mango dann das erste Mal auf der Messe gesehen habe, schon auf den letzten Messen, habe ich mir gedacht, oh fuck, das wird teuer. Und mein großes Glück war aber bisher, dass ich es weder in Springen, in Wels noch in irgendeinem Equipment gefunden habe. Ja. Aber gut. Aber das ist ja erst zum Schluss. Auf jeden Fall sind wir auf die Equitana hinein und da war so der Typ. Bist du blöd? Da war so ein typisch. Wenn, dann setze ich mir wenigstens auf, ja? So, seitlich schön. So. Das hat man jetzt so. Auf jeden Fall sind wir rein und da war sofort ein riesengroßer Eskadron-Stand, was ich mir natürlich gedacht habe, weil. Ja, Eskadron halt in Deutschland noch viel mehr vertreten ist als bei uns in Österreich. Und natürlich gab es eine in Springen. Die hatte jemand andere in der Hand. Und die Hanna sagt so, hey, schau, das ist doch die, die du haben willst. Und ich so, ja, sie ist verkauft. Und in dem Moment legt sie sie zurück. Und ich greife hin und sage so, aber jetzt ist sie verkauft. Und der Verkäufer schaut mich so an. Und... Es war sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, noch das Fliegenhäubchen dazu zu kaufen. Das ist mein erstes Fliegenhäubchen, das ich regulär zum vollen Preis, also nicht dann wirklich ganz, weil ich habe es eh verbilligt gekauft, aber urdeppert. Ich, die eh immer predigt, dass ich nichts zum vollen Preis von Eskadron kaufe, weil es mir zu teuer ist. Dieses Fliegenhäubchen hat mehr gekostet als die Schabracke. Aber es ist wurscht. Auf jeden Fall... kann man ja nicht nur mit Fliegenhaube und Schabracke reiten. Man braucht die Bandagen auch dazu. Ja, und die... Ja. Und die Bandagen waren aber nicht auf diesem Stand, die waren schon weg. Sondern da habe ich nur die Springschabracke und das Häubchen gekauft. Und das Coole ist... Mein Freund, der Alex, hat mittlerweile das absolut selbe Pferderadar, wie es ich habe, wie wir im Flieger gesessen sind. Sagte so, du schau mal, da ist ein Reitstall im Flugzeug. Und dasselbe hatte er bei der Mango, aber mit den Bandagen, weil er hat die dann wirklich auf der Messe noch gefunden und hat die mir dann gekauft. Er hat mir nicht verraten, was er bezahlt und ich will es auch gar nicht wissen. Aber ja, ich habe ein ganzes Set. Und das war eigentlich...
der Freitag. Die Johanna hat sich am Freitag in diese Handschuhe verliebt, die es aber nicht in ihre Größe gegeben hat. Die sind so Himbeerfarben von Röckel. Müssten die mit Touch kompatibel bla 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 sein. Röckelgrip. Grip. Es gibt nichts außer Grip. Ungefüttert, Himbeerschwarz. Und die hat sie sich aber dann heute geholt, weil sie es einfach nicht lassen konnte. Sie brauchte sie unbedingt. Sie sind Himbeere. Passt gut zu meinem Zahn. Ja. Dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf, würde ich sagen. Es war sehr schlimm. Es hat angefangen mit diesen Glocken. Die sind von Pfiff in XL. Die gehören weder dem Mio noch dem Lilly, sondern der Stute. Die Stute ist die Nachbarin vom Lilly, die kennt Freundin, sie auch. Freundin. Die Freundin vom Lilly. Die kennt ihr auch aus meinem Lilly-Video, das verlinke ich euch da oben. Die bekommt ihr, die sind so mit Gel gefüllt, also recht cool. Das bekommt die Besitzerin von der Stute als Dankeschön, dass sie so brav auf den Lilly aufgepasst hat. Weiter ging es dann gleich so um 11 mit dem ersten Bier vom Alex, weil er gesagt hat, Alter, ich hole das überhaupt nicht aus und ich verstehe es. Also wirklich, danke, 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 dass du so viel mit mir durchhältst und mich aushältst auf Messen, weil das ist mühsam. Und ja, die Johanna hat sich dann ein Gelee gekauft, auch vom Pfiff. Das hat nämlich auch, ich habe geglaubt, es ist ein Stern, aber es ist eine Krone. Es ist so ein blaues Pfiff-Gelee, da steht hinten noch Pfiff Equestrian Sportswear drauf. Und hat, glaube ich, 25 Euro gekostet, ja. Da war doch nur irgendwas dazwischen, oder? Nein, es war eigentlich genau das. Ja. Dann war das in Wahrheit. Dann, ja, ja. Dann passierte es. Dann passierte es. Wir sind, als wir zum Zuschauertreffen gegangen sind, an ein paar Mädels vorbeigegangen, die eine Eskadron Paisley in der Hand hatten. Fest. Erstens war ich urgeschockt, weil ich habe die noch nie live gesehen. Die gibt es bei uns in Österreich gar nicht. Weder bei McViva noch sonst irgendwo zu bestellen. Ich hätte sie aus Deutschland bestellen müssen und das war mir zu teuer. Und es war zu meinem Verderben eine hellblaue in Vielseitigkeit. Und wir haben das Mädel so gefragt, ja, wo hast du das her und wo hast du das her? Und sie hat es mir nicht ordentlich beschreiben können. Wir sind herumgeirrt wie die Wahnsinnigen. Währenddessen haben mich urviele Mädels angesprochen und ich habe urviele Fotos gemacht und somit haben wir wieder den Weg verloren. Und es haben uns dann sogar zwei Mädels begleitet. Küsse, Küsse an euch. Es war wirklich sehr, sehr geil. Ihr habt mich in absoluten, ja, in der Shopping-Ausnahmesituation erwischt. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass ich wirklich so bin, wie ich da jetzt so bin. Also, ja. Quick, quick. Auf jeden Fall haben die Johanna und ich uns geteilt an der Weggabelung. Weil wir haben wieder jemanden gefunden, der auch eine Eskadron Paisley hatte. Und so, ja, das ist irgendwo da unten, wo die Eskadron-Fahne ist. Und ich so, wir waren schon auf der ganzen Messe. Das war so, sowohl gestern als auch heute. Und ich habe nirgendwo eine Eskadron-Fahne gesehen. Und tatsächlich haben wir dann den Reitsport Klavunde gefunden. Also ich eigentlich, weil die Johanna war auf der anderen Seite. Und ja, ich stürme dort hinein. Währenddessen wieder 4 Selfies. Es war so geil, wirklich. Und ja, finde als erstes mal diese tollen Bandagen. Ja, sie sind toll. Und passend dazu, weil Johanna ja einen Dressursattel hat, haben wir die gefunden. Da ist da das Paisley-Muster im Eskadron und da schön. Und da hatte ich 2 in der Hand plus 4-mal Bandagen, also 2x2. Und bin dann wartend auf dem Stand gestanden. Und ja, es ist ja nicht so einfach. Wir sind ja in Österreich zu Hause und haben alle nur österreichische Handys mitgehabt.
Und ich hatte ein, also ich habe ein deutsches Handy mir extra dazu gehabt und habe aber mein österreichisches Handy daheim gelassen. Und somit konnte ich die Johanna nicht anrufen, weil, ja, mühsam. Gut. Irgendwann dann hat mich der Alex gefunden, Gott sei Dank. Und der hat dann die Johanna angerufen, die dann zu uns gekommen ist. Und ich war so urgefreut. Aber ich hatte keine Vielseitigkeitsspracke. Und die liebe Frau von Reitsport Klavunde hat aber gesagt, dass noch eine Nachlieferung kommt. Oh. So freakig, ohne Spaß, so freakig. Und ja, ich bin dann zum, die Johanna schmiert sich gerade mit Aftersand an, weil die ist nämlich etwas verbrannt. Somit, ja, auf jeden Fall bin ich dann zum Zuschauertreffen gegangen und die Johanna und der Alex haben dann den Reitsport Klavunde gestürmt, wie ihr Mann aus dem Lager gekommen ist und die Paisleys ausgeräumt hat und hat dann ohne Spaß wirklich eine für mich ergattert. Und ich bin mega, mega happy. Die schaut so aus. What the fuck? Gib mal was. So. Meine Nase ist nämlich auch ein bisschen verbrannt. So. Ich habe dann diese Eskadron Paisley. Die erste zum vollen Preis von mehr als 60 Euro gekauft. Fragt mich nicht, was in meinem Hirn los war. Ja, es war einfach schrecklich und das ist... Ich müsste eine Marktforschungsstudie dazu machen, was Eskadron im Hirn eines Menschen oder nein, eines Reiters auslöst. So. Nein, wobei es gibt Reiter auch, die so viel ausgeben. Auf jeden Fall schaut die dann von der Seite so aus. Sie ist einfach mega hübsch. So, ich schmeiße jetzt mal alles darüber. Und das war die Geschichte der Paisley. Dann ging die Geschichte so weiter, dass ich nach dem Zuschauertreffen noch einmal zum Reitsport Klavunde gegangen bin, weil ich gesehen habe, dass die noch Springschabracken haben. Und da habe ich mir die zwei gedönt. Auch von Eskadron. Mir gefällt der Schnitt, ich kann nichts dafür. Einmal in diesem grünen Dings. Ich weiß gar nicht, was das für ein Grün ist. Und einmal, sagt dir sicher jemand in den Kommentaren. Ja, sagt mir in den Kommentaren, was das für Farben sind. Ich kenne mich eh nicht aus. Ich glaube, das ist Light Viola. Zumindest schaut so aus. Auch im Springschnitt. Und als wir beim Mittagessen gesessen sind, hatte die Dame nebenan einen Lederhalfter. Und ich so, boah, so cool. Und das könnte ich verzieren, weil ich habe so coole Lederfarben. Und sie hat uns beschrieben, wo das ist. Ja, genau. Also, ich frage wirklich fast jeden, wo er was gekauft hat. Aber das dann wirklich zu finden, ist eine andere Geschichte. Der Alex, mein Spürhund, hat auch dieses Lederhalfter gefunden. Schaut so aus. Ist ein etwas bockig steifes, also von der Qualität her nicht so tragisch, aber es hat 19 Euro gekostet, deswegen war es mir wurscht. Und es ist so cool bonziert und hat einen mega geilen breiten Nasenteil und da auf der Seitenbonzierung und überall und überall und überall. Es ist zwar Kopp, aber im blödesten Fall kriegt es der Ferdinand. Es war einfach zu schön, um es dort zu lassen. Und ja, weil natürlich drei Schabracken und eine für die Johanna nicht genug sind, haben wir dann noch weitere Schabracken gefunden. Das waren schon vier Schabracken und eine für die Johanna. Oh scheiße, es waren schon vier Schabracken an für die Johanna. Ja, geht's dann weiter mit Johannas Schabracke. Und zwar im Burberry-Style, inklusive der passenden Fliegenhaube. Da bin ich schon mega gespannt, wie das dem Lilly passt. Und weil es ja langweilig wäre, wenn die Johanna alleine so eine tolle Burberry-Decke kriegt, habe ich auch eine bekommen. Und wir haben das Häubchen dann Gott sei Dank am zweiten Stand der Firma noch gefunden, weil es dort, wo wir die gekauft haben, nicht mehr lagernd war. Irgendwie ist schon schott, dass ich nur mehr einen Springsattel habe. Weil irgendwann wird wieder ein Dressursattel einziehen und dann muss ich mich wieder entscheiden. Aktuell ist es wirklich leicht, weil ich einfach sage, nein, ich brauche Vielseitigkeit oder Springen. Sonst habe ich immer dieses Ding gehabt, unter welchen Sattel passt das besser? Probleme, die Reiter haben. Ja. Und eine Schabracke, die natürlich auf jedem meiner Ausflüge mit muss, ist eine bestickte Cupino Mio Schabracke. Die ist so schön. Ist eine royalblaue
mit goldenem Kordelding und goldener Bestickung. Und das war mein Haul. Die Johanna hat noch eine Überraschung auch noch für die Besitzerin von der Stute mitgenommen. Und zwar auch was sehr, sehr beliebt war, was es bei uns in Österreich fast noch nicht gab oder gibt, sind diese Nasenbandbestickungen, wo man sich den Namen draufsticken lassen kann. Und da steht Urfett Stute drauf. Ja. Beide, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt so glänze, ich habe mich jetzt auch eingeschmiert, weil mein Gesicht brennt auch etwas. Das ist schwarzes Vlies mit einer taubfarbenem Stoff und goldenem Stick. Und damit der Lilly auch weiß, dass er eine Stute nebenbei stehen hat. Und nicht was anderes. Aber er weiß das eh. Schaut dann zusammengeklappt so aus. Bin schon mega gespannt. So. Und jetzt geht's ins Einpacken. Weil ich glaube, das war's. Ja, viel Spaß beim Einpacken. What the fuck? What the fuck? Es ist sich ausgegangen. So ein Glück. Und das ist der einen Koffer. Also von dem her, alles gut gegangen. Ich freue mich schon so, wenn ich das Zeug auf dem Mio sehen kann.